Hallo bei Handpumpen unter der Lupe. Heute möchte ich euch den Enchanted Tree der Firma Folgendes vorstellen. Und was euch gleich vielleicht auffällt, sind die beweglichen Augen des Baumes. Neben den Augen sind noch die Äste zu bespielen. Man muss da allerdings ein bisschen umgreifen in dem Greiftunnel. Und was auch noch zu bespielen ist, ist der Mund des Baumes. Ihr seht schon, wenn ihr reinguckt, das ist kein normales Rot, das ist ein Rotbraun. Ich finde, das ist sehr passend bei diesem Enchanted Tree. Die Details von dem Baum, es ist so ein bisschen ja, in verschiedenen braunen Stufen gehalten. Hier sind nochmal ein paar, ja wie soll ich sagen, ein paar Barthaare, wenn man es so nennen mag, dran. An dem linken Ast vom Puppenspieler aus gesehen befindet sich ein kleiner Fliegenpilz. Diesen Fliegenpilz kann man rausnehmen. Er ist allerdings noch mit einem kleinen Faden festgemacht, dass er nicht so einfach verloren geht. Also wenn ihr den irgendwie mal pädagogisch einsetzen wollt, diesen Fliegenpilz, dann könnt ihr den durchaus benutzen. Ansonsten könnt ihr ihn abmachen oder auch dran lassen oder wie auch immer. Was auch noch sehr schön ist, sind wirklich diese kleinen Blätter, die hier oben an den einzelnen Ästen dran sind. Die Blätter selber haben auf der einen Seite die typischen Äderchen, die bei einem Blatt auch dran sind. Ist allerdings nur von einer Seite, auf der anderen Seite ist es ein einfarbiger, heller Grünton. So ein schönes Frühlingsgrün. Wenn ihr den Baum bespielen wollt, dann solltet ihr euch vorher auf zwei Sachen festlegen. Entweder die Arme oder beziehungsweise die Äste oder das Klappmaul und die Augen oder die Augen und die Hände. Es ist ein bisschen knifflig, alles auf einmal geht wahrscheinlich nicht, also ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft. Wenn ihr selber diesen Enchanted Tree besitzt, dann würde mich echt interessieren, wie ihr das macht. Ich bin da bis jetzt noch nicht ganz hintergestiegen, wie man das am besten wirklich deichselt. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier die Hände in den die Finger in den Ästen und kann auch dann, etwas knifflig ist es dann, doch das Klappmaul bewegen. Allerdings sind die Bewegungen nicht ganz flüssig. Ja, mit etwas Übung kriegt man sicherlich hin. Ich finde, es ist ein sehr schöner Baum geworden. Bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich euch nur kurz zeigen, wo man bei dem Baum reinschlüpft. Und zwar hier unten. Ihr müsst natürlich zusehen, dass der Baum ein bisschen geerdet ist, weil sonst finde ich, sieht das dann nicht so schön aus, wenn dann hier unten ein kahler Stumpf ist. Noch was dazu zu dem Enchanted Tree, beziehungsweise überhaupt zu Fort Menace. Was immer sehr schön ist, ist, bei mir mal aus dem Gesicht weg bitte, ist, dass diese kleinen Heftchen damit beiliegen. Bei diesem Enchanted Tree ist es so, dass innen drin noch eine kleine Geschichte ist über den Enchanted Tree, wie er denn zu seinen Augen, zu seinem Mund und dazu gekommen ist, dass er sich bewegen kann. Finde ich, ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und auf der Rückseite ist nochmal eine kleine Anleitung zum Bespielen der Augen drin. Im Großen und Ganzen eine gelungene Puppe und ich bin froh, dass ich sie gekauft habe. Ja, Einsatzzweck ist natürlich klar, ist natürlich die Naturpädagogik bzw. Umwelterziehung, wo ich sie auch einsetze, und da sind die Kinder jedes Mal begeistert. Das war's heute von Handpuppen unter der Lupe und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinklickt. Bis dann, tschüss.